Der Graf rief also laut: Feuer in der Florianigasse brennt's, Feuer, Feuer! Mehr und mehr Leute glaubten dem Lauffeuergerücht und rannten los Richtung Florianigasse. Zuletzt wurde Graf Bobby selbst ganz unruhig. Ich muss in die Florianigasse und nachschauen, erklärte er dem verdutzten Baron. Vielleicht brennt es da wirklich. Bobbys Feuerbild hatte sich selbstständig gemacht. Nach der totalen Sonnenfinsternis im August 1999 in Süddeutschland rief eine besorgte Leserin bei ihrer Zeitung an. Sie fragte, ob es gefährlich sei, dass sie ohne Schutzbrille in die Sonne geblickt habe, auf dem Fernsehbildschirm. Die Medien waren vor dem Ereignis voll von Warnungen, ja nicht mit bloßen Augen in die Sonne zu schauen. Vor 2000 Jahren machte der griechische Philosoph Epiktet die Beobachtung: Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen über sie. Diese Beobachtung ist bis heute unverändert aktuell. Die Urteile und Meinungen, das heißt die Bilder, die wir uns von den Dingen machen, sind ungleich wichtiger als Fakten, Fakten, Fakten. Die Ergebnisse der Gehirnforschung zeigen uns heute, dass der Mensch gar nicht anders kann, als sich Bilder zu machen und damit die Welt im Kopf entstehen zu lassen. Das fängt bereits mit der Sprache an. Sie ist das entscheidende Merkmal, in dem sich Homo sapiens vom Affen unterscheidet. Nur der Mensch kann den Dingen Namen geben. Worte sind Bilder der Welt. Jeder Dolmetscher weiß, dass es keine 1-zu-1-Übersetzung geben kann, dass die verschiedenen Worte in verschiedenen Sprachen also nur das Bemühen widerspiegeln, die Wirklichkeit abzubilden. Ebenso sind Schriftzeichen, Buchstaben und Ziffern Abstraktionen, also Bilder. Um zu verstehen, wie die Welt in unserem Kopf entsteht, müssen wir uns einer Eigenart bewusst werden. Unser Gehirn hat die dumme Angewohnheit, beim wiederholten Durchspielen einer Erinnerung Details, die zum Beispiel der jeweilige Gesprächspartner beisteuert, konstruktiv in den Erinnerungsfilm einzubauen. In der Erinnerung können durchaus mehrere Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben, miteinander verknüpft werden. Die Tatsache, dass eine solche Erinnerung unter Umständen sehr detailgenau ist, sagt überhaupt nicht, dass sie richtig ist. Unser Gedächtnis ist formbar wie Knetmasse. Wir sind viel leichter zu beeinflussen, als wir glauben, sagt Elizabeth Loftus, University of Washington. Das Protokoll der Befragung eines 4-jährigen Jungen durch einen Psychologen in den USA ist ein Beispiel dafür. Der Psychologe stellte dem Kind immer wieder dieselbe Suggestivfrage: Du bist ins Krankenhaus gegangen, weil dein Finger in eine Mausefalle geraten war. Ist das so geschehen? Die erste wahrheitsgemäße Antwort: Nein, ich bin nie im Krankenhaus gewesen. Die dritte Antwort: Ja, meine Mutter ist mit mir ins Krankenhaus gegangen. Die elfte Antwort: Die Mausefalle ist in unserem Keller neben dem Kaminholz. Mein Vater war auch im Keller und stapelte Holz. Seit wenigen Jahren wissen wir aufgrund solcher und ähnlicher Experimente, dass Erinnerungen, zum Beispiel an eine Vergewaltigung in der Kindheit, falsch sein können, auch wenn sie leider oft wahr sind. Elizabeth Loftus resümiert ihre Erfahrungen. Um unser Gedächtnis zu täuschen, genügt es in vielen Fällen, sich ein einziges Mal ein Ereignis vorzustellen, das niemals stattgefunden hat. Das heißt, wenn Menschen etwas bezeugen, etwa als Zeugen eines Unfalls, ist das bestenfalls Dichtung und Wahrheit. Selbsttäuschungen sind eine unvermeidbare Folge der Arbeitsweise unseres Gehirns. Wenn wir nur Rohinformationen hätten, die unsere Sinnesorgane erreichen, könnten wir gar nichts verstehen. Das heißt,
Aus vielen Details muss das Gehirn ein Bild komponieren und es kann Erinnerung mit der Stimulation von Vorstellungskraft verwechseln. Erinnerung entsteht also im Kopf und zwar nicht als Abbild der Geschichte, sondern in andauerndem Prozess als etwas Eigenständiges. Wolf Singer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt am Main, erklärt das so. Unsere Sinnesorgane wählen aus dem breiten Spektrum der Umweltsignale nur wenige aus, und zwar solche, die für das Überleben in einer komplexen Welt besonders dienlich sind. Aus diesen wenigen wird dann ein kohärentes Bild der Welt konstruiert. Und unsere Primärwahrnehmung lässt uns glauben, dies sei alles, was da ist. Wir nehmen nicht wahr, wofür wir keine Sensoren haben, und ergänzen die Lücken durch Konstruktionen. Dies kann man experimentell beweisen. Denn wenn man künstliche Sensoren verwendet, zeigt sich, dass es da weit mehr zu beobachten gäbe, als wir tatsächlich wahrnehmen. Unsere Beobachtung bildet also die Welt nicht ab. Wahrnehmungen und Erinnerungen sind jeweils Gesamteindrücke dessen, was in zeitlicher Abfolge erfahren wurde. Dabei trachtet unser Gehirn immer danach, so Singer, stimmige, in sich geschlossene und in allen Aspekten kohärente Interpretationen zu liefern und für alles, was ist, Ursachen und nachvollziehbare Begründungen zu suchen. Oft aber herrscht der bloße Zufall. Und der Mensch hat keinen Sinn für den Zufall. Wir meinen, was gleichzeitig geschieht, hänge miteinander zusammen. Dies ist biologisch durchaus sinnvoll, meint Singer, da in der Tat die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Gleichzeitiges miteinander zu tun hat. Entweder die gleiche Ursache hat oder sich wechselseitig bedingt. Manchmal aber eben auch nicht. Beim großen Stromausfall in New York am 9.11.1965 soll ein kleiner Junge einen Stein gegen eine Straßenlaterne geworfen und die Leuchte auch getroffen haben, just in dem Moment, als überall die Lichter ausgingen. Das wollte ich nicht, schrie er entsetzt und lief weg. Um sich in der Welt zurechtzufinden, ist der Mensch auf seine Sinnesorgane angewiesen. Diese sind freilich weniger scharf als die vieler anderer Lebewesen, denn der Mensch hört und sieht und riecht nicht besonders gut. Er kann es auch weder an Körperkraft noch an Schnelligkeit mit den Raubtieren der Savanne aufnehmen, dem Lebensraum, aus dem er kommt und in dem er trotz dieser Unvollkommenheiten überlebt hat. Um Gefahren zu entgehen, mussten bereits die Ahnen des Homo sapiens vor Hunderttausenden von Jahren das, was sie wahrnahmen, und wenn es noch so unvollständig war, richtig interpretieren. Sie mussten also etwa zwei plötzlich aufleuchtende Lichtreflexe im Gebüsch als die Augen eines Raubtieres identifizieren und fliehen, vielleicht auch sich wehren, jedenfalls sofort darauf reagieren, um nicht gefressen zu werden. Auch wenn heute die Gefahr von Raubtieren angefallen zu werden weltweit nur noch auf kleine Biotope beschränkt ist, an der Notwendigkeit, aus unvollständigen Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, hat sich nichts geändert. Das gelingt deshalb so gut, weil das menschliche Gehirn die besondere Fähigkeit besitzt, selbst mit Hilfe weniger Daten vollständige Bilder entstehen zu lassen. Ein Schlager der Nachkriegszeit behauptete, ein gewisser Charlie Brown habe nur immer Unsinn im Sinn. Das umgekehrte Bedürfnis, auch im Unsinn einen Sinn zu erblicken, ist dem Menschen seit Urzeiten eingeprägt. Das Märchen vom Herrn Kanit Verstan beschreibt diesen Sachverhalt. Ein Mensch kommt in eine ihm völlig fremde Gegend, wo man seine Sprache nicht versteht. Er zieht Erkundigungen ein. Wem gehört dieses Schloss, gehören diese Liegenschaften? Stets erhält er zur Antwort,
dass man ihn nicht verstehe, kann nicht verstehen, ich kann sie nicht verstehen, wird ihm bedeutet. Der Mensch in der Fremde versteht dies so. Was immer er bemerkenswert findet, gehört ein und demselben, nämlich dem Herrn kann nicht verstehen. Der Mensch ist hoch beeindruckt davon, ein wie reicher und mächtiger Mann der Herr kann nicht verstehen sein muss. Schließlich begegnet der Mensch einem Trauerzug. Er bleibt andächtig stehen, wie andere Leute auch, und fragt seinen Nachbarn, wer denn der Verstorbene sei. Kann nicht verstehen, bekommt er wieder zur Antwort. Der Mensch zieht auch hieraus seinen Schluss. Da hat dem Herrn kann nicht verstehen sein ganzes Geld und all seine Macht nicht helfen können. Am Ende musste auch er sterben. Die Suche nach dem Sinn im Unsinn war für den Menschen sehr erfolgreich. Wie gesagt, das Bedürfnis, auch dem Unsinn Sinn zu geben, ist angeboren. Viele Anekdoten zeugen davon, auch die folgende. Ein Polterer und Streithansel, der mit jedermann Krach bekommen hat, ist gestorben und wird beerdigt. Während der Bestattung lässt ein Donnerschlag die am Grab versammelten Angehörigen zusammenfahren. Er ist oben angekommen, kommentiert der Pfarrer leise. Dass wir uns Bilder von der Welt machen, die eben nur Bilder sind, zeigt sich besonders deutlich bei Menschen mit einer Behinderung, etwa nach einem Schlaganfall. Ein aus Indien stammender Psychologe und Neurowissenschaftler an der Universität von Kalifornien in San Diego, Vilayanur Ramachandran, erzählt einmal die folgende Geschichte. Wir hatten eine Frau, die halbseitig gelähmt war, aber durch die Schädigung ihres Gehirns nichts davon wusste, obwohl der Verstand völlig normal arbeitete. Ich bat sie, mit der linken Hand an meine Nase zu fassen. Sie konnte es nicht, weil ihr Arm gelähmt war. Frau D., berühren Sie jetzt wirklich meine Nase? Fragte ich. Natürlich, antwortete sie empört, ich sehe meine Finger keine 5 Zentimeter von ihrem Gesicht. Sie sah die Finger wirklich. Ihr Gehirn hatte sich diese Wahrnehmung zusammengezimmert. Dieser Effekt, eine Störung nicht zur Kenntnis nehmen zu können, tritt auf, wenn die rechte Hirnhälfte bei Rechthändern geschädigt wurde. Das heißt, das will die linke Gehirnhälfte nicht wahrhaben. So ganz anders ist das beim Gesunden auch nicht. Ramachandran beschreibt das, indem er die übliche Aufgabenverteilung im Gehirn erklärt. Die linke Gehirnhälfte ist ein Geschichtenerzähler. Sie ist unter anderem damit beschäftigt, fortwährend Theorien über die Welt zu erfinden. Das ist nützlich, weil wir oft nicht genügend Informationen haben, um Entscheidungen zu treffen. So legt sich die linke Hemisphäre den Rest einfach zurecht und konstruiert eine Story, die schlüssig erscheint. Die rechte Hälfte hingegen überprüft diese Ideen anhand der Wirklichkeit. Mehr als 90% dessen, was wir zu wissen glauben, vermuten wir nur. Diese Vermutungen verkauft uns das Hirn als Realität. Die linke Gehirnhälfte versteht sich also auf die Kunst, sich Illusionen zu machen, während die rechte illusionslos ist. 80% aller Autofahrer hierzulande glauben, dass sie weit bessere Chauffeure seien als der Durchschnitt. 90% der amerikanischen Bevölkerung halten sich für überdurchschnittlich intelligent. Wie ist das möglich? Viele Menschen sind chronisch optimistisch infolge netter Schmeicheleien aus der linken Gehirnhälfte, so Ramachandran. Wenn wir mit einer anderen Person sprechen, dann empfängt diese andere mit ihren Ohren nichts als Schalldruckwellen. Deren kleinste Schwankungen kann unser Ohr zwar identifizieren, aber den Sinn dessen, was die Ohren hören, muss der Kopf erst interpretieren. Denn die Bedeutung eines Wortes, eines Satzes, übertragen die Schallwellen nicht. Wohl jedermann leidet gelegentlich darunter, dass er sich unverstanden fühlt, dass er sich nicht verständlich machen kann, gerade dort, wo es ihm besonders wichtig ist, zum Beispiel dem Partner oder der Partnerin.
Neuerdings wissen wir etwas mehr darüber, was die neuronalen Grundlagen kognitiver Leistungen sind. Aber dieses Wissen lässt uns nun wissenschaftlich gut begründbar erst recht verzweifeln. Denn was ich meinem Gegenüber mitteile, versteht dieser grundsätzlich anders, als es gemeint ist. Der Gehirnforscher Gerhard Roth von der Universität Bremen sagt, letztlich kann niemand seine private Weltsicht verlassen. Nicht nur, wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht dasselbe, auch wenn zwei dasselbe erleben, ist es nicht dasselbe. Ja sogar, wenn wir meinen, aufgrund kluger Überlegungen zu agieren, leben wir in einer großen Illusion. Der Ort unserer Absichten und Planungen ist unser Stirnhirn. Aber wenn wir denken, dass mithilfe der Gehirnrinde Gedachte und Geplante könnten wir auch einfach umsetzen, irren wir. Es wird vielmehr zuerst aus der Hirnrinde heraus ins Unbewusste geschickt. Dort wird nun geprüft, ob das bewusst Beabsichtigte im Lichte der gesamten bisherigen positiven und negativen Erfahrungen auch wirklich so getan werden soll. Das Gefühl, etwas zu wollen, kommt erst, nachdem das unbewusste sogenannte limbische Gehirnsystem schon längst entschieden hat, was getan werden soll. Es stimmt überhaupt nicht mit unserem subjektiven Erleben überein. Wir glauben nämlich, frei in unseren Entscheidungen zu sein. Doch die Gehirnforscher wissen mittlerweile dies. Der Mensch steht in seinem scheinbar freien Denken und Wollen weithin unter der Kontrolle des limbischen Systems. Dieses System ist der Ort der individuellen Gesamterfahrungen unseres Lebens. Unser Bewusstsein nimmt allerdings nicht wahr, wie es durch das limbische System bestimmt wird. Denn das bewusste Ich kann die Herkunft der unbewussten Prozesse nicht zurückverfolgen. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, hieß es in einem Schlager. Offenbar zutreffend. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen, durch seine individuelle Biografie bestimmten Welt. Und diese Welt unterscheidet sich von der Welt des Mitmenschen. Nicht einmal uns selbst können wir verstehen. Die Begründungen, die wir für unser Tun im Nachhinein liefern, sind nicht zuverlässiger als unsere Interpretationen der Handlungsweisen anderer Menschen. Die wahren Gründe entspringen unserem Unbewussten. Das wusste schon Sigmund Freud. Unsere Begründungen, so Freud, sind Rationalisierungen. Man kann dies in Experimenten mit Menschen beweisen, denen die natürliche Verbindung zwischen beiden Gehirnhälften, der Balken, um sie von schwersten epileptischen Anfällen zu befreien, durchtrennt wurde. Mit trickreichen Versuchsanordnungen kann man diesen sogenannten Split-Brain-Patienten Bilder zeigen, die jeweils nur eine Gehirnhälfte wahrnimmt. In der linken Gehirnhälfte ist, bei Rechtshändlern, das Sprachzentrum angesiedelt. Die rechte Hemisphäre versteht zwar, kann aber nicht Sprache artikulieren und auch nicht interpretieren. Wenn man nun einem solchen Split-Brain-Patienten in die rechte Gehirnhälfte das Kommando schickt, gehen Sie, so steht der Patient auf und geht. Wenn man ihn dann fragt, wohin er plötzlich gehen will, dann ist die zur Artikulation fähige linke Gehirnhälfte eigentlich ratlos. Denn sie hat ja von der rechten Gehirnhälfte nicht erfahren, was los ist. Die Antwort auf die Frage lautet aber nicht, ich weiß nicht, warum ich gehe, sondern es kommt eine Ausrede wie, ich möchte mir etwas zu trinken holen. Detlef Linke, Neurophysiologe an der Universität Bonn, sieht als wichtige Eigenschaft des Gehirns, dass es auch als Sinnerzeuger funktioniert. Unser Denkapparat ist gar nicht in der Lage, Unsinniges festzuhalten und versucht daher, alles Wahrgenommene mit einer Bedeutung zu belegen.
Ob einer nun denken kann oder nur seinen Bauch denken lässt, ob er Gedanken äußerst, die die Welt verändern oder nur daherschwätzt, er hat das Recht dazu, wie wir nun wissen, nicht allein in der Großhirnrinde entstehende Meinung frei zu äußern. So steht es im deutschen Grundgesetz und nicht nur dort. Im kalifornischen Palo Alto ist ein 25 Jahre alter Kellner im März 2003 nachts von einem Polizeihund angebellt worden. Der Kellner bellte zurück. Die kalifornische Polizei zeigte den Mann wegen Belästigung von Polizeihunden an. Der Kellner dagegen berief sich auch auf die auch in den USA garantierte Freiheit der Meinungsäußerung. Die Meinung des Hundes wurde nicht eingeholt. Die Entscheidung des Gerichts hat die Nachrichtenagentur dpa nicht mitgeteilt.